Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Und heute möchte ich euch mein Opfer des Wahnsinns-Decks vorstellen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man das noch im Standard spielen. Aufnahmezeitpunkt ist Kamigawa Neon Dynasty. Und ja, wie immer stelle ich euch das Deck vor, ehe wir dann mal kurz drei Spiele machen, um zu sehen, wie es läuft. Fangen wir oben an, weil unten so weit weg ist. Der Name sagt ja schon viel, Opfer des Wahnsinns. Es geht halt viel um Opfern. Und zum Opfern ganz gut sind wir Wesen, die wiederkommen. Wie das beharrliche Exemplar. Für einen Mana 1:1, ab für 3 Mana können wir das getappte Spiel wieder aus dem Friedhof zurückbringen. Dextarche Erwecker. Für einen Mana hat er erstmal 1:1. Für 3 Mana kommen wir eine andere Kreatur opfern. Dann ziehen wir eine Karte und transformieren ihn. Und wer wird dann zu einem 4-4 Dämon? Eigentlich eine ganz praktische Karte. Ruf des Blutes für einen Mana. Mit Bonus 3. Müssen wir also nicht zahlen. Wir bringen eine Kreaturenkarte aus unserem Friedhof auf unsere Hand zurück und wenn wir statt den einen Mana halt die 4 mit dem Bonus zahlen, dann können wir stattdessen 2 Kreaturen vom Friedhof auf unsere Hand zurückbringen. Dann haben wir das Skelett aus dem Sanatorium, was dem beharrlichen Exemplar relativ ähnelt. Ihr seht, für ein Mana 1:2 ein bisschen stärker, aber wir können es dann auch für 3 Mana aus dem Friedhof wieder auf die Hand zurückbringen. Dann haben wir den rastlustigen Worker für 2 Mana 2:1, der kann nicht blocken. Aber wenn er stirbt, dann bringen wir ihn transformiert unter unsere Kontrolle und eine Kreatur oder ein Planeswalker der Wahl, den wir, den Gegner kontrollieren, angelegt ins Spiel zurück und wird zu einer Verzauberung namens Wirkender Griff. Und zu Beginn des Versorgungsmanns offert der Beherrscher der verzauberten Bleibenkarte eine bleibende Karte, die kein Land ist und verliert einen Lebenspunkt. Also Worst Case die Karte, die wir verzaubern. Biolumes Ei. Für 3 Mana 0:4. Verteidiger kann also nicht angreifen, mit 0 Angriff auch nicht so wichtig. Wenn das Spiel kommt, machen wir hässlich 2. Aber wichtiger ist, wenn wir es opfern, dann bringen wir es transformiert zum nächsten Segment ins Spiel zurück und es wird zu der Biolum-Schlange mit 4:4. Die wiederum hat Opfer 2 Inseln und sie kann nicht geblockt werden. Also ist es ganz praktisch, wenn wir hier halt Opferkarten nutzen. Glasbecken nach Armor kann man als Sand spielen oder auch als Kreatur. Als Kreatur kommt zu einer beliebigen Kreatur, die wir kontrollieren im Spiel. Es behält aber seinen Status noch als Gestaltwandler und Räuber. Können also da ein Biolumes Ei draus machen oder wo auch immer wir Lust haben. Katapultfutter ist ganz interessant, um den Glasbecken nach Armor auch gut zu kopieren. Hat 1:5, kann also erstmal schon mal gut deffen und hat zu Beginn des Kampfes deinen Zug und falls du 3 oder mehr Kreaturen kontrollierst, deren Widerstandskraft die jeweils größer als ihre Stärke ist, transformiere ihn. Und er wird zum Hauptmann des Katapults, der 2:6 hat und die Fähigkeit für 3 Mana tappe ihn. Opfer eine andere Kreatur, ein Gegner der Wahl verliert Lebenspunkte in Höhe der Widerstandskraft der opfernden Kreatur. Aufgepfropfte Identität für 4 Mana. Opfer eine Kreatur als zusätzliche Kosten. Verzauber Kreatur und wir kontrollieren die dann und sie kriegt zusätzlich noch +1/+1. Also tun wir so einen kleinen Nutzlosen weg und holen uns einen starken vom Gegner. Hakra-Zerfleischung eher als Land gedacht, aber wenn wir genug Mana haben, können wir es auch so spielen. Kostet beim Würgen eins weniger, falls ein Gegner keine Standardländer kontrolliert und wir zerstören eine Kreatur. Lot, Königin der Spinnen. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, lege eine Loyalitätsmarke auf die gute hier. Ihre 3 Fähigkeiten sind für 0, du ziehst eine Karte und verlierst ein Leben. Das ist das, was wir hauptsächlich machen werden. Für -3 erzeuge 2/2 schwarze Spinnenkreaturenspeilen mit Bedrohlichkeit und Reichweite. Und für -8, das was wir eher selten verwenden werden, du hältst ein Emblem mit, immer wenn ein Gegner von einer oder mehreren Kreaturen, die du kontrollierst, Kampfschaden zugefügt wird und falls jeder Spieler in diesem Zug weniger als 8 Lebenspunkte verloren hat, verliert er die Differenz, also quasi immer 8. Zoffwald-Auszehrung, auch als Land gedacht, aber zur Not als Zauber zu spielen, ein Gegner verliert 4 Leben und wir erhalten 4 Leben dazu. Der ist in dem Deck ganz wichtig, der Schreckensmal-Dämon für 7 Mana. Die kleinen sind eher nur so Puffer. 6/6 fliegend. Zu Beginn des Endsegments offerst du einen Nicht-Dämon-Kreator. Falls du das tust, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie des Schreckensmals-Dämons ist. Beispiel, der ist ein Spiel. Wir haben den Kollegen draußen, opfern den, kriegen also dann noch einen neuen Dämon. Der allerdings auch leider, oder was heißt leider, der auch die Fähigkeit hat. Wir können den aber aus dem Friedhof wieder ins Spiel bringen und dann einen neuen holen. Also ist der schon ziemlich geil mit Leuten, die wiederkommen. Auch Toxrill, der Zersetzer, ist geil, aber schwer zu spielen für 7 Mana. Zu Beginn des Endsegments legst du eine Schleimmarke auf jede Kreatur, die du nicht kontrollierst. Jede Kreatur, die du nicht kontrollierst, hat -1/-1 für jede Schleimmarke auf ihr.
Immer eine Kreatur, die du nicht kontrollierst und auf der eine Schleimmarke liegt, stirbt, erzeugen eins einen schwarzen Schneckenkreaturspielstein. Zwei Mana, opfere eine Schnecke, ziehe eine Karte oder aber wir nutzen die Spielsteine, um den Schreckensmaler-Dämon zu füttern. Und Agademas Erwachen. Kann man auch als Land spielen, aber hier wirklich als Zauber zu bevorzugen. Bring eine beliebige Anzahl an Kreaturenkarten deiner Wahl mit unterschiedlichem Mana-Betrag von jeweils X oder weniger aus deinem Friedhof zurück. Zahlen wir jetzt zum Beispiel 4 Mana, können wir halt alle Kreaturen, die 4 oder weniger Mana kosten, also jeweils eine, nicht alle Schulden, jeweils eine aus dem Friedhof holen. Und hier haben wir noch ein bisschen Länder, um das Mana aufzufüllen. Ja, ihr seht also, die Deckstrategie ist quasi kleine Viecher raushauen, damit man sie für große opfern kann und den Gegnern halt mit Stärke zu dominieren. Und wir schauen mal, wie das funktioniert. Und ich sage das gleich, wir spielen jetzt ein paar Runden. Unser erster Gegner ist James Fowler 0713. So, schauen wir mal. 2, 3, 4 Mana, das ist doch ganz okay. Sagen wir mal Hallo. Und das definitiv. Ja, hier brauchen wir jemanden zum Opfern. Seine Aussicht hat er Eile, Störfüger ins. Dafür könnte man sehen, aber sogar auch hinlegen. Wir können uns den ja später wiederholen. Oh, das kommt so enttappt ins Spiel. Das ist natürlich ziemlich nice. Brauchen wir jetzt noch nicht, aber später dann. Nehmen wir erstmal sehen. Ja, entweder rüstet er ihn aus oder wir blocken ihn so weg. Weil, wie gesagt, er kann stärker werden. Er macht halt Schadenhöhe seiner Angriffskraft dann, wenn er stirbt. Das wäre es ganz praktisch, ihn so wegzukriegen. Plus 2 plus 1. Kannst du den. Okay. Jetzt lohnt es natürlich nicht, den zu blocken. Weil er halt nicht stirbt. Wir können natürlich damit den Katapultfutter ärgern. Ich überlege nur, wenn wir mit beiden blocken, stirbt der Kollege hier. Er kann uns nicht beide kennen, ne? Er kann zwar 6 Schaden machen, ich rechne gerade. Den, dann stirbt doch, dann können wir uns den auch wegmachen. Wisst ihr was? Wir nehmen den Schaden in Kauf. Kommt getappt ins Spiel? Wo, ne? Ja, doch, machen wir. Kommt getappt. Ich gehe davon aus, dass er ihn jetzt nochmal ausrüstet. Und dann können wir ihn mit Hackrad zerfleischen und killen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir am besten spielen, muss ich gestehen. Mal gucken, was er macht. An den. Dann machen wir ihn dem weg. Macht das? Ziehe eine Karte und was hat er? Hat Lebensverknüpfung. Brauchen wir erstmal Mana. So, was wollen wir denn wie spielen? 5, der ist, egal was wir machen, der würde eh drauf gehen.
glaube, einen davon müssen wir eher als Opfer hinlegen. Ja, das ist ganz nett. Eigentlich ist alles so gesundet, wie es liegt, muss ich ehrlich sagen. Problem ist, er hat 5 Angriffe. Wenn er durchkommt, macht er 5 Schaden. Wenn wir ihn zerstören, dann... Bin noch nicht so ganz sicher, wie das machen. Was ist das? Du kannst Arnie 100 Basisstärke bis Ende des Zugs 1 plus der Höchststärke und der... Na gut, vielleicht ist das gut, ich weiß es nicht genau. So, 3 Mana müssen wir für die Fähigkeit aufheben. Das heißt, wir machen jetzt erstmal ganz cool gar nichts. Wir können dann weiter wegblocken. Wir müssen mal überlegen, wie wir das am klügsten machen. Gerade eine sehr spannende Partie. Ich rechne im Kopf schon ganz viel. Okay. Sollten ihn erstmal killen und ihn ins Leere laufen lassen. Ein bisschen Geduld haben. Dann wird er später wahrscheinlich ihn ausrüsten und wir können ihn dann, das heißt, wir können ihn dann mit Hagara vielleicht uns nächstes Mal kaputt machen. So. Wenn wir so machen, stirbt er, läuft ins Leere. So. Dann wandeln wir den um. Nächster Zug ist dann ist er 4-4. Ist jetzt dann versteckt, dann geht er drauf. Wenn das nicht sein lässt, dann geht er drauf. Wir behalten unseren. Mal gucken, ob er clever ist. Oder er kann es auch spontan machen. Bin ich nicht ganz sicher. So. Weil es einige nicht wissen, der transformiert hier sofort. Und es dauert lange. Gut, kann er noch. Ist auch nicht schlimm, dann geht er halt drauf. Das war ein kalkuliertes Risiko. Der Witz ist, wir können das nochmal machen. Also würde ich auch vorschlagen, dass wir das machen. Ich lasse trotzdem beide da, damit wir zur Not wenigstens einen Blocker haben, wenn jetzt irgendwas ganz Unerwartetes aus dem Hut hervorzaubert. Na, noch haben wir jetzt nicht so Spannendes. Ja, wir lassen mal das Land oben. 7 Mana brauchen wir irgendwann. Natürlich kann er einen mittentot reißen, das muss ich dazu sagen, er hat 5 Angriffe. Ja, super. Gut. Das ist natürlich mega krass böse. Das heißt, wir kommen gar nicht zum Schadensverrechnen in dem Sinne. Dann müssen wir wirklich mit dem Zerstörungszauber weghauen. Nächsten Zug. Wir lassen ihn aber erstmal mit den Ei ins Leere, meine Güte.
Ich weiß es doch gar nicht. So. Bevor der Schaden verrechnet wird, dann müsste er ja trotzdem als geblockt gelten. Machen wir so. So. Wir haben genug zum Blocken. Das heißt, mit den Großen greifen wir an, dann können wir ihn nämlich auch ein bisschen unter Druck setzen. Denn ewig geht seine Strategie nicht. Das sollte er auch langsam checken. So, wir haben jetzt 7 Mana. 4 brauchen wir hierfür. Das heißt, wir können ihn auf die falsche Fährte locken, indem wir das spielen. Dann denkt er, dass wir wahrscheinlich denselben Zug wieder machen. So, zack. Ja, 5 zu 2 mit Doppelschlag und die Lebensverknüpfung ist halt krass. Deswegen, wir dürfen ihn nicht durchkommen lassen, weil er sich alleine schon heilt. Erzeuge einen 3-2 roten und weißen Geist, Kreatur, Spielstein, Kreaturen, die du kontrollierst, plus 1 zu 0 und zerstör kein Ei bis zum Ende des Zuges. Das können wir uns nicht bieten lassen. Vorher machen wir den kaputt. Ja, jetzt kann er 5 Schaden raushauen. Mal sehen, ob was er zielt. Ich würde ja aufs Ei zielen. Mal gucken, was er macht. Er zielt auf mich. Ja, aber selbst wenn Eile... Na gut. Das ist kein Kinder, besser aber einer. Jetzt müssen wir kurz rechnen, die haben nämlich alle Doppelschlag. Der nicht. So, der macht 4, der macht 4, der macht 3, der macht 4. 4, 4. Und den dürfen wir nicht killen, weil dann sterben wir. Aber ist eh unzerstörbar. Ja gut, dann hat er aber verloren. Weil er bringt mich jetzt nicht um. Jetzt hat er nichts mehr zum Blocken. Sein ja, kann mit den Einmaler irgendwas an. Irgendwas machen. Ich glaub's aber nicht. Ja. Gut, das war der erste Sieg. Unser zweiter Gegner ist Fresh Produce, würde ich mal schätzen, spricht sich das. So, 2, 3 Mana, davon 1 Drucker Blau, wenn wir wollen. Ich denke, das behalten wir. Sagen wir schon mal Hallo, mal sehen, ob er reagiert, der Kollege. Und hier ein Gula spielt. Ah, da kommt das Hallo. Erhält minus 1 durch Zeugen Spielstein. Okay. Wir sind in Eile. Jetzt die Frage, den auszuspielen ist besser, weil den brauchen wir weniger. Und wir haben Zeit. Der einen Schadenspunkt, der macht es gerade nicht fett. Der ist natürlich nervig. Eine Lektion lernen kann, aber Gott sei Dank ist auch nicht so schlimm. Ah, perfekt, nehmen wir nochmal. So, und ich würde vorschlagen, wir hauen direkt einen Blocker raus. Klar, wenn der stirbt, reißt er den mit dem Tod, aber wir können uns zum Wiederholen. Oder holt sich einen Schatzspielstein, das kann man natürlich auch machen. Hat dann Mana mehr zur Verfügung für den Zug.
Nur wenn ins Spiel kommt oder angreift, schicke eine Karte aus deinem Friedhof ins Exil. Die Wirkungsmarkierung für jeden Kartentyp, den es mit dem vom Friedhof streuen hat, sich eins haben, eins weniger. Ja, ist aber ziemlich cool. Gut, eigentlich brauchen wir theoretisch eh zwei blaue Mana, um den zu spielen. Das heißt, wir können den auch so raushauen. Der Angriff bringt uns hier natürlich nicht weiter, deswegen tun wir es nicht. Spielen den. Und gucken wir mal im nächsten Zug, wenn er damit den angreift, ihn opfern und dann blocken. Mal schauen, ob er mitmacht. Ich glaube ja nicht. Weil die drei Mana hätten wir. Wir können natürlich auch uns den holen, ne? Dann. Macht unsere Kreaturen billiger. Nö, keine Blocks. Das können wir eh nicht spielen, weil das blaue Mana fehlt. So, jetzt heben wir uns die drei Mana auf, falls er damit angreift. Dann können wir den eben schon blockend umwandeln. Sieben Mana brauchen wir insgesamt, das heißt, die müssten wir auch noch raushauen hier und dann. Ja, warte, ich dann ins Gewölbe, okay. Macht er tatsächlich, okay. So, dann blocken wir den mit dem. Das dürfte jetzt dann noch vor der Schadensverrechnung sein, genau. Nutzen seine Fähigkeit, opfern den Kollegen hier und blocken ihn zu Tode. Ziehen davon noch schön Karte. Das war's wert. Gerade, ich glaube, die drei Schaden sollten wir uns gönnen. Ich will ehrlich sein, nur wenn eine Kreatur nicht stirbt. Okay, pass mal auf, machen wir so. Greif mir den an. Entweder stirbt oder stirbt, ist egal. Wir kriegen zwei Blocker gleich. Natürlich dann mit dem blocken. Hätte ich auch so gemacht. So. In die Richtung müssen wir. Was ist das Schönes? 7. Tintling-Kreatur spielt eine Flugfähigkeit, weißen Geist und ein blauer Elementar. Okay. So, was machen wir noch nicht? Hier unten ist noch zwei Spinnen. Und ich, the generous one. Dann können wir die nämlich zur Not tot blocken. Wäre natürlich schön, wenn wir nochmal ein blaues Mana irgendwann kriegen würden. Das siebte. Das blaue wäre ganz nett. Die blocken wir definitiv beide. Selbst wenn er die verstärkt, das war's wieder. So, genau, kriegt er zwei Magen wieder dazu. Unsere Lodl. Ich bin mir nicht sicher, wie die spricht. Sie ist weiblich, Königin. So, unsere Königin der Spinnen, machen wir es ganz einfach. I will do what I demand.
So, nächste Zucker 5 Mana. 1, 2, 3, 4, 5. Was? Das kann ich nicht lesen. Jeder Opfer, ein Kreatur oder ein Planeswalker. Ja, verstanden. Ja, das ist das Mana. So, wir ziehen trotzdem erstmal eine Karte. Go, my children. So, Kampfphase gibt es keine. Wir holen uns den Kollegen, den wir dann wieder umwandeln können. Wir ziehen auf den Friedhof zurück. Und spielen ihn auch aus. Mit ihr können wir uns dann zur Not wieder zwei Spinnen holen, weil hier kann er sich am Flieger beschwören. Schicke dann den Friedhof in den Spiel, dann ist hier okay, das ist eher not nice. Dann brauchen wir das eher weniger, das ist sinnvoller. Die brauchen wir, denke ich, auch jetzt kein zweites Mal. Lass uns erstmal wieder eine Karte ziehen. My children will take care of you. Ja, vom getappten Spiel ist okay. So, kann ich blocken. Störprin transformiert unter deiner Kontrolle eine Kreatur oder genau, das auch an den Gegner. Das heißt, da haben wir jetzt keinen sinnvollen Effekt von. Wir sollen uns also ein bisschen Zeit lassen. So, jetzt muss ich schauen. Haben wir sogar die 3 Mana über, die wir nehmen könnten. Gut. Falls er doch eine Kreatur raushaut. Ja, das ist sehr kalkuliert. Zu Beginn jedes Endsegments, das heißt, nächstes Zug ist der E-Tod. So, pass mal auf. Machen wir das nämlich ganz clever. Wir zwingen ihn quasi, den hier zu opfern. Gut, das muss er nicht, er kann auch einen anderen opfern, wäre aber dumm. Zack. So, den verzaubern wir jetzt. So, jetzt muss er eine Kreatur opfern und kriegt einen Schaden und eine Karte. Eine bleibende Karte, kann auch ein Land opfern. Das ist seine Sache. Spielt aber kaum eine Rolle. So, für uns braucht Prinz nichts anzugreifen. Wenn der Verzauber bleibt, ist für uns effizienter. Weiter. Keine Angriffe. So, wir haben unsere schönen Toxel raus. Das kriegt ihn dann. So, und ich denke, wir holen es noch sicherheitshalber zwei Spinnis. Ja. Dadurch, dass er nämlich jetzt noch den Effekt eingekillt hat, haben wir noch einen Spielstein bekommen. Jetzt haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen. Bringt nichts, aber ja, mach das. Wahrscheinlich hat er den nur gespielt, damit er den Effekt hier ausgleichen kann, das Opfern ausgleichen kann. Wahrscheinlich nimmt uns jetzt Spinne weg. Na, ja. Also kriegen wir wieder ein Markerflut. My power is for annihilation. Ach ja, das macht schon Spaß. So. Lasst uns überlegen, wir ziehen eine Karte. Eigentlich haben wir gewonnen, oder? 7, 8, 9. Das haben wir schon ein gutes Spiel. Ohne das durchgerechnet zu haben. Wir greifen einfach mit allen an. Wir können uns genug Blocker holen. Das lief doch ziemlich geil. Jetzt hat man gesehen, so soll das Deck laufen. Macht auch ganz schön Spaß. Und ja, das war unser zweiter Sieg.
Unser dritter Gegner ist Petro Luis, nicht Petrolius. Oh. Zwei Mana? Aha. Naja, drücken wir die Daumen, dass wir das dritte schnell ziehen. Weil mit drei Mana kommen wir hier in dem Deck eigentlich schon ganz weit. Erstmal Hallo. Das dritte Mana ist jetzt leider noch nicht gekommen. Grün-Blau verschneit, okay. Verschneites Deck, okay. Aber er spielt trotzdem nur Wölfe. Was heißt nur? Die Wölfe sind, glaube ich, so mit das Stärkste aus der Edition, die vor Kamigawa kam. Yay, das dritte Mana. Er kann natürlich geil buffen, dann holen wir uns den irgendwann. Ah, der wird bestimmt irgendwelche krassen Wölfe drin haben, die massiv buffen. Da gibt es einen Haufen Leute, die das können. Ja, keine Blocks. Komm durch, mein Freund. Wir greifen auch an. Wollen hier nicht blocken. Haben jetzt erstmal einen kleinen Blocker. So, schauen wir mal. Wir wollen ja eigentlich aufs Mana hinarbeiten. Es wäre schön, wenn es aber... Nee, sorry, also nur blaues Mana will ich jetzt echt nicht haben. Ich will jetzt wirklich mal ein paar Sümpfe ziehen. Ist zwar ein blau-schwarzes Deck, aber blau überwiegt hier nicht. Ist nicht schlimm, kriegen wir alles weggeblockt noch. Ja, bitte aber als Sumpf. Wir können jetzt das einen holen, ist aber Verschwendung. Wir brauchen einfach keinen davon. Deswegen hauen wir noch ein Ei raus und ja, schauen wir mal, was wir kriegen. Hier haben wir zwei Eier, das ist eine geile Kombi. Nehmen wir. Okay. So, wir wissen jetzt ja, was kommt, also haben wir auch unseren Plan gemacht. Wir spielen den aus, gucken, ob er dann angreift. Wenn ja, dann opfern wir ein Ei, transformieren die beiden. Wenn nein, machen wir das halt dann in der offensiven Phase. Spielt irgendwie komisch. Können ihn jetzt zu tot blocken. Ich überlege, ob wir das auch machen, weil wir haben Ruf des Blutes. Ich denke, das machen wir. Wir blocken den. Und den wir ihn transformieren mit den Kollegen. Indem wir ein Ei opfern. Und dann haben wir gleich ihn als 4-4 Blocker. Und unsere Schlange dazu. So. Ehrlich sein, greifen mit dem an. Er muss mindestens zwei Blocker hinlegen. Oder durchgehen lassen. Oder nur mit einem Blocken, was auch Quatsch wäre. Das wäre das Dümmste. Ich denke, würde er an seiner Stelle durchgehen lassen. Wir können quasi denselben Zug jetzt noch einmal spielen. Ja, oder macht das. Dann kann man ihn verzaubern wahrscheinlich. Darum geht es ihn eventuell. Ich weiß es nicht genau. So, wir können gleich noch genau dasselbe machen. Können es dann die beiden auch wiederholen. Mit Ruf des Blutes.
Ja. Okay. So, ich überlege, ob wir das jetzt direkt machen, aber klar. Wir haben das Mana, brauchen es nicht anders und haben dann gleich 2, 4, 4 Ratten. So, die spielen wir das Land aus. So, wann kommst du rein? Zu Beginn des nächsten Endsegmentes. Das heißt, wir haben dann eben Blocker. Gut, dann können wir mit allen angreifen, also mit ihm nicht. Bringt nichts. Hat er die Regeln nicht verstanden? Spielt irgendwie komisch. Okay. So, ich würde vorschlagen, wir holen so zwei Leute wieder vom Friedhof. Oh! Ach, das ist noch... Nee, stimmt, das sind die zwei. Ist korrekt. Ist auch in Ordnung. Ach, doch nicht. Das war das vom Friedhof. Verdammt. Na gut. Stimmt, wir haben das ein... Nee, auch nicht. Doch, das war noch nicht auf dem Friedhof, weil es sich noch schon nicht verwandelt hat. Ja. Okay, jetzt ergibt es wieder Sinn. Bin wieder dabei. Schwebende Laternen. Okay. Das Schönste ist natürlich eh, dass wir ein bisschen mehr Mana bald kriegen. Hoffentlich. Spätestens mit 7 Mana geht's hier rund. Jo, du wirst ein Land. Den greifen wir schon mal an. Gut, kann man machen. Nee, das wollen wir anders. Ich möchte gerne, dass du das gesamte Inselmana verwendest. Dankeschön. So, wir holen uns jetzt nur noch Mana. Na gut, wir haben die 7 gleich, aber wir wollen ja nicht drauf warten müssen. Bei Toxrill und Schreckensdämon. Das ist schon ziemlich geil. Was wir jetzt so quasi machen, ist ja eher, sag ich mal, hinhalten. Viele Kreaturen hat, würde stehen raushauen, ansonsten den, weil die Offensive von denen ist deutlich stärker. Der ist eher so ein passiver Nervling. Gut, nächstes Zug haben wir jetzt das Mana, obwohl wir warten noch, vielleicht kriegen wir das sogar relativ schnell hin. Wir greifen nämlich erstmal an, mit allen, die überleben. Den transformiert Überlebte, dann schauen wir mal. Nutzen seine Fähigkeit. Können auch schon eine Karte ziehen, vielleicht ist ja ein Land. Ist es auch. So, jetzt lasst uns schauen. 4 Sumpf, 2 Inseln. Eigentlich reichen 2 Inseln.
So, 1, 2, 3, 4. Ja, wir können die Nachahmerin spielen, aber ich will ehrlich sein. Ich will jetzt nicht so unbedingt eine Kreatur, von der ich sage, ich möchte, dass die nachgeahmt wird. Und das hier mache ich nicht nochmal, solange das eigentlich umgewandelt ist. Genau. Ja, nächsten Zug können wir einen Dämon raushauen. Oder wenn er jetzt, wie gesagt, noch Kreaturen raushaut, Toxrill. Ja, was soll er machen? 1, 2, 3, 4 Mana. Ich kann den sogar wegblocken. Und den direkt wieder ins Spiel bringen. Ich glaube tatsächlich, wir werden uns auf den stützen. Sagen den kontrolliert, okay, wir brauchen Toxrill. Ja, wie gesagt, das ist kein Ding. Blocken wir. So wird den Schaden. Und holen sie uns direkt wieder. So, wollen wir angreifen? Wollen wir. Den, mit allen anderen bringt es nichts. Er wird ja wohl nicht so dumm sein mit den Blocken. So, ich würde gerne jemanden kopieren. Aber lohnt sich nicht. So, er denkt nach. Ist ja okay, ist ja ein Denkspiel. Ich meine, wir können ganz gemeinsam, wir können den spielen, uns den holen und dann eine etwaige Kreatur, die er jetzt spielt, wenn sie denn geil sein sollte, uns damit auch unter den Nagel reißen. Das ist durchaus möglich. Ah ne, es muss nur von Kreaturen sein, oder? Eine beliebige Kreatur, die du kontrollierst. Okay. Damit kann ich. Ein klar wird stehen gerne, aber ich habe ehrlich gesagt Angst, dass sie den Namen annimmt. Weil sie kopiert, ja. Weiter. Könnten wir die angreifen, aber da verlieren wir unseren eigenen. Deswegen noch warten wir ein bisschen ab. Am Ende des Endsegments hat sich eh erledigt, spielen unseren Dämon noch aus und können damit jetzt schon ein bisschen Rocky Rock machen, weil nächstes Zug haben wir damit gewonnen. Wovon nehme ich jetzt den? Kriegen uns haben wieder uns wiederbekommen. Kriegen noch ein paar Schnecken. Müssen jetzt ihren opfern und kriegen da noch eine Kopie von ihm. Ich sag jetzt einfach mal gutes Spiel, weil ich erwarte, dass nichts krasses mehr kommt. Wenn wäre es nämlich bestimmt schon vorher gekommen.
So, wir machen uns jetzt das Leben leicht. Spielen einfach noch ein paar Sachen aus. Für die Tagesaufgabe. Ah, da reicht es mal nicht mehr. Gut. Greifen mit allen an und dann sind wir mit dem Thema fertig. Und das dürfte, wenn jetzt nichts Spontanes kommt, unser letzter Sieg gewesen sein. Und das war. Jo, ich hoffe, euch hat das Deck gefallen. Ist ein ganz interessantes Deck, ist ein bisschen Mana-intensiv. Es ist eher so, es startet schnell, wird defensiv, macht dann ein bisschen Pause und dann haut es nochmal richtig raus. So läuft das Deck. Jo, ich würde mich wie immer über einen Like freuen, Daumen hoch natürlich, ist immer das Beste, Abo nicht vergessen und wenn ihr immer informiert sein wollt über neue Videos, denkt an die Glocke und damit sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, wir sehen uns beim nächsten Mal und mögen die Gaming-Götter mit euch sein, tschüss!